Eins. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem ersten Live-Workshop. Ich habe es hier soweit schon mal alles vorbereitet, aber bevor wir anfangen, vielleicht ist mal so ein kleiner Exkurs dazu, was wollen wir denn überhaupt machen? Wir wollen also heute einen Wabikusa machen. Was ist das denn genau? Denn da gab es immer so ein bisschen Unklarheiten drüber, wie man jetzt so ein Wabikusa angehen sollte. Herzlich willkommen zu diesem ersten Live-Workshop. Steffi ist übrigens auch hier, die unterstützt mich heute hier live mit dem Bildmischer, weil wir auch mehrere Kameras haben, damit ihr möglichst alles gut sehen könnt. Ich würde ja auch Hallo sagen, aber Tobi redet zu viel. Und ja, wir gucken jetzt also erstmal, wie wir das Ganze heute angehen. Zum Thema Wabikusa gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist etwas, was natürlich mal wieder aus Japan stammt und was tatsächlich auch von Takashi Amano sehr häufig benutzt wurde, um nämlich seine großen Aquarien zu bepflanzen. Das wird auch heute immer noch von ADA benutzt, gerade für die großen Galerieaquarien. Es handelt sich dabei um einen Ball aus Soil. Oder aber in Japan wird zum Beispiel auch Keto eingesetzt. Das ist so eine Mischung aus Lehm und irgendeinem anderen Zeug mit da drin. Das ist in der Bonsai-Kultur recht bekannt. Ich kann euch die genaue Zusammensetzung leider nicht sagen, aber Keto ist so das, was in Japan häufiger dafür benutzt wird. Wir hier haben uns eigentlich so auf Soil verschrieben. Und der Sinn dahinter ist, dass wir das Soil benutzen als Ausgangsbasis für einen Ball. Wir wollen also immer einen Ball formen. Man kann das Ganze theoretisch auch in anderen Formen machen, aber da kommen wir gleich zu. Und auf diesen Ball binden wir Moos und andere Aquarienpflanzen auf. Und das Tolle bei dieser Art und Weise ist, dass wir die Aquarienpflanzen in dieser Form über Wasser wachsen lassen können. Wir können diesen Ball also in eine Schale legen, wo so ein bisschen Wasser drin steht. Und dann können die Aquarienpflanzen in ihrer Emersen, also über Wasser wachsenden Form, wachsen. Und das Schöne daran ist, das sieht fast immer anders aus als unter Wasser. Also ganz viele Pflanzen, die wir aus dem Aquarium kennen, sehen auf einem Wabikusa auf einmal anders aus und können zum Teil auch blühen. Und das macht das einfach so ein schönes Dekoobjekt einerseits und andererseits aber auch so eine schöne Resteverwertung. Weil man muss eigentlich, wenn man so ein, zwei Aquarien zu Hause hat, fast nie was für so einen Wabikusa kaufen. Das meiste haben wir automatisch da. Ich hoffe, ihr habt euch alles soweit schon bereitgelegt hier. Ich habe euch auch in die Videobeschreibung und auch immer mal wieder in die Stories reingepostet, was wir alles brauchen werden. Wir gehen das einfach nochmal zusammen durch. Wir haben hier eine Tasse mit Soil, so eine typische Kaffeetasse. Übrigens, bevor ihr fragt, weil ich habe schon viele Fragen nach dieser ADA-Tasse bekommen. Die habe ich tatsächlich auf einer Messe bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die kaufen kann. Das tut mir leid, dass ich euch da nicht irgendwie mit einem Link versorgen kann. Also auf jeden Fall so eine Kaffeetasse mit Soil, das ist so eine gute Menge für so einen kleinen Ball. Wenn ihr einen etwas größeren machen wollt, dann nehmt ihr anderthalb oder zwei Tassen. Wie groß ihr das macht, ist völlig euch überlassen. Da gibt es also keine Mindestgröße oder keine Maximalgröße. Es sollte am Ende natürlich nur noch hier in die Schüssel reinpassen. Die Schale, die ich jetzt hier benutze, das ist so eine Glasschale. Die stammt aus dem Aqualighter Wabi Set von Aqualighter. Da gehört also diese Schale zu. Ganz generell funktioniert aber jede beliebige Schale, die ihr möchtet. Es muss einfach nur die Möglichkeit gegeben sein, dass man so, ja, so 5 cm Wasser, 5, 6 cm Wasser ungefähr da drin stehen lassen kann. Mehr Vorgabe gibt es dafür nicht. Licht seht ihr jetzt hier nicht, weil wenn ihr ein helles Fenster habt, funktioniert das auch nur am Fenster. Das heißt, eine Beleuchtung ist nicht zwingend erforderlich. Sie macht natürlich vieles leichter, weil man kann das Wabikusa dann einfach irgendwo hinstellen und muss nicht darauf achten, ob ein Fenster in der Nähe ist. Das zeige ich euch aber am Ende, wenn das Ganze soweit fertig ist. Hier in dem Glas ist Wasser. Mit dem Wasser müssen wir nämlich gleich das Soil vermengen, um das Ganze zermatschen zu können. Und dann habe ich hier noch Schnur, einen Baumwollfaden. Das ist jetzt in diesem Fall das ADA Moskotten. Generell funktioniert aber jeder Baumwollfaden, den ihr irgendwie finden könnt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich nicht gerade davon was hier habe, einfach aus einem Nähkästchen so Baumwollgarn benutzt. Am besten ist das in dunkelgrün oder in dunkelbraun, dann sieht man es hinterher nämlich gar nicht mehr. Und dann natürlich das wahrscheinlich Wichtigste sind einfach die ganzen Pflanzen hier. Und da habe ich jetzt schon einiges vorbereitet an Pflanzen, auch an Pflanzenrückschnitten. Übrigens, ganz interessanter Punkt, diese Pflanzen liegen jetzt schon seit über einer Woche genau so in dieser Schüssel drin. Das heißt, man kann solche Pflanzen auch durchaus mal so ein paar Tage in dieser Form aufbewahren. Die habe ich nämlich alle schon geschnitten, als ich das Foto gemacht habe, das Thumbnail hier zu diesem Live-Workshop. Und seitdem sitzen die einfach hier in dieser Schüssel drin. Und ab und zu am Tag habe ich die mal aufgemacht für ein paar Minuten, habe wieder frisch reingesprüht, habe die wieder zugemacht. Und seitdem sieht das so aus. Wir haben hier einerseits sehr viel Moos drin. Moos ist wirklich, wirklich wichtig. Das ist die Grundlage dafür, dass unser Ball am Ende zusammenhält. Deshalb solltet ihr beim Moos wirklich nicht sparen. Und alles andere, was wir hier haben, sind wirklich Rückschnitte aus meinen Aquarien. Hier ist
Hydrozotyltripatita, hier sind diverse Stängelpflanzen, diverse Rotalas, hier ist noch ein Ichnodorus, eine Buscephalandra ist hier noch drin, alles Mögliche und all das können wir einsetzen, denn so ziemlich jede Aquarienpflanze eignet sich dafür, in einem Wabikusa benutzt zu werden. Es gibt nur ganz, ganz wenige Pflanzen, die da eine Ausnahme machen. Das sind dann die echten Wasserpflanzen, also die Pflanzen, die wirklich nur unter Wasser leben können. So ganz generell, ihr könnt natürlich heute auch wieder Fragen stellen, klar, aber ich würde sagen, wir lassen uns die Fragen mal beschränken auf das Thema Wabikusa, denn darum soll es natürlich heute gehen. Und wir können dann nämlich jetzt auch zusammen mal anfangen. Als erstes müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Soilball geknetet wird. Und dazu werde ich mir nämlich hier gleich mein kleines Becherchen nehmen und da das Soil reinkippen. Und dann, ja. Ich versuche das jetzt mit Aufzeigen, um Tobi im Redefluss zu unterbrechen. Du hast einen super Chat von Danny Planzer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit dem Inhalt, Tobi, das ist für dich. Du weißt weshalb. Liebe Grüße, Danny oder Danny. Vielen Dank dafür. So. Quietschen. Also jetzt gerade brauchen wir erstmal nur Soil, Wasser und irgendein Gefäß, in dem ihr rummatschen könnt. Das soll ehrlich gesagt die, ja, entweder befriedigendste oder unbefriedigendste Arbeit an der ganzen Sache, weil das ist einfach ein bisschen Sauerei. Aber gut. Also Soil kommt erstmal da rein. Und dann schüttet ihr jetzt langsam Schluck für Schluck Wasser nach, denn man braucht gar nicht so viel Wasser. Es geht wirklich nur darum, dass wir am Ende, wenn wir da jetzt ordentlich kräftig durchwalken durch das Soil, ja, wie so eine Art festen Teig haben. Das Ganze pappt dann wirklich kräftig zusammen und man kann das sehr gut in eine Kugelform formen, wenn man möchte. Wenn ihr zu viel Wasser habt, dann hält das halt nicht zusammen. Dann müsstet ihr entweder Wasser wieder abschütten oder zusätzliches Soil draufschütten. Ja. Olli R. fragt, kann man alle Aquarienpflanzen dazu nehmen? Ja, wie gesagt, man kann quasi alle nehmen. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, die echten Aquarienpflanzen, die nicht EMRs wachsen können. Das sind zum Beispiel Vallisnerien, das sind zum Beispiel Aponogeton und Nymphaeas. Also die können nicht EMRs wachsen. Es gibt noch ein paar mehr, ich kann die auch nicht alle auswendig. Aber alles, was wir ansonsten im Aquarium haben, auch alles, was ich jetzt hier habe zum Beispiel, das kann auch alles komplett EMRs wachsen. So, ich mache jetzt mal so einen kleinen Schluck hier rein. Und dann ist das jetzt wirklich ein Fall von erstmal alles nass machen, erstmal alles durchmischen und dann wirklich kräftig das Ganze in der Hand zusammenquetschen und zerdrücken, um am Ende nämlich dieses Säulkügelchen, das ist ja nichts anderes als gebrannte Erde, ja, wieder zu zerstören und im Endeffekt ja, so einen Matschball zu kriegen. Das ist also das Ziel jetzt. Das ist leider eine etwas... ja, unbefriedigende Tätigkeit, wenn man jetzt nur dabei zuguckt. Deshalb hoffe ich, dass möglichst viele von euch auch gerade live mitmachen natürlich. Es kam noch die Frage von Tromba Tromba, ob der Livestream nach der Aufzeichnung oder nach dem Livestream jetzt hier online bleibt. Ja, also die Livestreams bei mir auf dem Kanal bleiben ganz generell immer online. Die lösche ich nie. Also du kannst dir die ganzen Sachen natürlich noch ganz entspannt auch einfach morgen oder in einer Woche oder in einem Jahr nochmal anschauen. Das ist kein Problem. Mein Ton ist scheinbar schlecht. Okay. Es halt. Es halt? Es halt oder schallt? Oder ja. Rückkopplung. Ich höre es leider nicht. Ja, vermutlich durch mein Mikrofon hier. Dann werde ich jetzt einfach nur laut reden. Hört ihr mich, wenn ich ganz laut rede? Und du musst ein Stückchen mehr nach links, weil man hat die ganze Zeit nur die GoPro vor deinem Kopf. Okay. Ja. So, jetzt wird das schon ordentlich matschig, aber ich merke, dass ich jetzt wahrscheinlich schon einen Tacken zu viel Wasser benutzt habe. Und jetzt muss Trudi einmal aufstehen. Komm, Trudi. Los. Brauche ich nämlich gleich mal eine größere Schüssel, damit ich das hier mal besser machen kann. Ja, ich fürchte, ich brauche ein bisschen mehr Soil, weil ich jetzt zu viel Wasser drin hatte. Soll ich dir was geben? Geht schon.
Ist aber gar nicht schlimm, weil bei der ganzen Pflanzenmasse, die ich da habe, wäre eine größere Kugel ohnehin nicht so verkehrt. Es kam gerade die Frage rein, ob du schon die Light Walls von Liquid Nature gesehen hast. Und wenn du gerade sowieso nichts Besseres zu tun hast mit deinem Mund, dann kannst du das ja beantworten. Habe ich gesehen. Ich habe den Livestream von Stefan gestern gesehen, den kurzen. Finde ich ganz interessant, vor allem, weil es die natürlich auch in kleineren Größen gibt. Also so ein Light Ground für einen Mini-M oder so ist natürlich schon ganz geil. Und soweit ich gesehen habe, haben die Jungs die Sachen auch schon im Shop, zumindest die, die sie bisher geliefert bekommen haben. Also an sich ganz interessant. Ich war mir so ein bisschen unsicher, weil die Dinger sehr dick erscheinen im Vergleich zum ADA Lightscreen. Da muss man sicherlich ein bisschen gucken, ob man den entsprechenden Platz hinterm Aquarium noch hat. Aber davon abgesehen, auf jeden Fall interessant und halt preislich ein bisschen attraktiver als die ADA-Variante. Spielekaiser fragt, wo gibt es dein T-Shirt? Ja, mein T-Shirt gibt es unter diesem Video im YouTube Merch Shelf. Also zumindest alle, die die Videos auf dem Desktop gucken. Ich glaube auf dem Smartphone wird das Ganze, ja, ohne Adblocker. Adblocker blockt den raus. Ja. Okay, ja. Also ganz generell gibt es die T-Shirts in diesem Merch-Shelf unter jedem meiner Videos. Aber ich habe auch in der Videobeschreibung noch einen Link zu meinem T-Shirt-Shop, Merchandise-Shop. Da findest du die Sachen also auch, wenn dir das unter dem Video nicht angezeigt werden sollte. So. Frage von KevZ. Kann man auch normalen Mutterboden oder Blumen bzw. Pflanzenerde dafür benutzen? Ja, das ist immer eine schwierige Frage, weil ich habe das bisher noch nie ausprobiert und ich glaube, dass das auch in gewisser Weise schon was anderes ist. Also die Zusammensetzung der Nährstoffe im Boden ist sicherlich schon eine andere. Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, dass in Japan noch gerne Keto dafür verwendet wird, dieser Lehmboden aus dem Bonsai-Bereich. Das ist immer noch ein bisschen zu nass. Ich habe allerdings tatsächlich gestern, glaube ich, von jemandem auf Instagram noch eine Nachricht bekommen, der das tatsächlich mit Blumenerde versucht hat und bei dem das jetzt seit 5 Wochen funktioniert. Also das wäre zumindest dieser eine Fall, wo ich sagen würde, da könnte man sich vielleicht so ein bisschen drauf stützen und das auch damit mal ausprobieren. Allerdings, auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, dass gerade Soil natürlich für unsere Wasserpflanzen von der Nährstoffzusammensetzung her genau das ist, was wir da haben wollen. Und da wir halt in der Regel auch nur Wasserpflanzen da drauf verwenden, würde ich das schon immer empfehlen. Also alles andere kann ich halt insofern nicht empfehlen, als dass ich das halt bisher nie gemacht habe. Lukas Metzler hat noch ergänzt, Pflanzenerde funktioniert wunderbar, hat er schon probiert. Okay, wahrscheinlich warst du das dann, der mir auf Instagram geschrieben hat. Und die nächste Frage von Axel Küppers. Kann man den Zoll nicht vorher, also trocken, schon zerbröseln? Kannst du bestimmt auch. Ich weiß nicht genau, ob das einfacher wäre, hinterher mit dem Vermischen. Also wenn du das zufälligerweise gerade live ausprobiert haben solltest und der Meinung bist, dass das einfacher ist, dann werde ich das beim nächsten Mal auch mal machen. Also dürfte keinen Unterschied machen. So, jetzt sind wir soweit eigentlich hiermit fertig. Das ist jetzt... ja, eine ganz okaye große Kugel. Also ich würde vermuten, am Ende waren es jetzt noch 2 Kaffeetassen, die ich hier benutzt habe. Sie ist noch ein bisschen weich, aber das macht nichts. Das ist schon okay so. Sie sollte auf jeden Fall gut zusammenhalten können. Und das Ganze, das ist nämlich jetzt der wichtigste Schritt, müssen wir jetzt mit Moos ummanteln. Kannst du für die, die später eingeschaltet haben, bitte nochmal zeigen, was für ein Zoll du benutzt und sagen, welchen Zoll man benutzen kann? Ihr könnt generell jeden Zoll benutzen. Also das geht um Powder oder normalen, also großen Zoll? Ja, das ist völlig egal. Also Powder oder normaler ist völlig egal, weil das Ganze am Ende halt zermatscht wird, wie ihr hier seht. Deshalb spielt es keine Rolle, wie das Ganze am Anfang ausgesehen hat. Da kommt es wirklich nur darauf an, dass ihr irgendeine Art Zoll habt, was halt auch echter Soil ist, also gebrannte Erde, die wieder zermatschbar ist. Also deshalb funktioniert halt kein Kies, weil Kies kann ich nicht zusammenmatschen. So, jetzt nehme ich mir einmal hier alles an Moos, was ich hier hatte. Kannst du bitte noch einmal sagen, welches Moos du benutzt? Weil Jessie hat schon gefragt, ob sie auch Korallenmoos benutzen kann. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Ja, also Korallenmoos, Ricardias würde ich tatsächlich nicht benutzen. Das sollte schon irgendwas Weiches sein. Also wie man das jetzt hier auch sieht. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Mischung aus...
Ich weiß gar nicht genau, was das alles ist. Es ist auf jeden Fall Christmas-Muss dabei, es ist auf jeden Fall Pilo-Muss dabei. Das habe ich aus meiner Mitsukusa Mistwall rausgezogen, weil da wächst Moos einfach wie Sau und das ist da übergeblieben. Das ist jetzt also sicherlich eine Mischung. Ricardias, also Korallenmoos-Varianten, würde ich tatsächlich nicht nehmen, weil die sehr, sehr spröde sind. Also die lassen sich halt in dem Sinne nicht da drum wickeln, weil sie halt vorher zerbröseln, zerbrechen tatsächlich. Also da würde ich halt sowas nehmen wie Java-Moos, Christmas-Moos, Taiwan-Moos, Spiky-Moos, Flame-Moos, so diese ganzen Varianten. Ricardias eher nicht tatsächlich. Das haben jetzt mehrere Leute, unter anderem Finesse Fishing Germany und Susanne Obers geschrieben, sie haben das Zeug nicht zerbröselt, sondern das in einen Feinstrumpf gesteckt und danach normal ummantelt. Okay, sicherlich auch eine Variante. Ich habe schon gehört, dass man das einfach gut im Mörser machen kann. Ich wollte jetzt nur unseren Mörser nicht dreckig machen. So, ich bereite mir jetzt schon mal einmal den Faden vor, weil ansonsten komme ich da gleich nicht mehr zu. Jetzt, wo ihr hier eine leere Tasse stehen habt, macht es total Sinn, den Faden oder die Rolle von dem Faden in diese Tasse zu legen, weil dann könnt ihr da gleich problemlos dran ziehen, ohne dass dieses Ding die ganze Zeit wegrollt. Diving Boy fragt, ob du auch eine Mooskugel dafür benutzen kannst, als Moos. Das ist eine interessante Frage, das weiß ich nicht genau. Könnte funktionieren. Auf der anderen Seite bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob diese Art Moos, also es ist ja eigentlich eine Alge, ist ja kein Moos, ob das tatsächlich immers wachsen kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb kann ich dir das leider nicht so genau beantworten. Das muss einmal bitte in die Kamera, in die Nahaufnahmen, Close-Up-Kamera. Das ist leider schon etwas dreckig geworden. So, und jetzt wird das Ganze im Endeffekt wirklich einfach nur über die Kugel gelegt. Aber so dicht wie möglich. Also seht zu, dass wirklich alles auch mit Moos bedeckt ist. Du kannst mal wieder hier auf die GoPro umschalten. Kann man auch Moos aus dem Garten nehmen, fragt jemand. Würde ich nicht empfehlen, weil das sind meistens halt emerse Moose, die nicht dauerhaft unter Wasser lebensfähig sind. Also es geht halt schon darum, weil die Hälfte der Kugel steht ja einfach dauerhaft im Wasser, dass das deshalb ja schon etwas ist, was halt dauerhaft nass stehen können muss. Und ich glaube, dass einfach viele Waldmoose, viele Gartenmoose das so nicht mitmachen. Mertin, das tut mir sehr leid. Mertin schreibt gerade, ach, das ist doch nicht wahr. Ich habe meine Schüssel runtergeworfen beim Ballmachen. Das ist natürlich ärgerlich, das stimmt. Also ihr seht schon, ich pappe jetzt einfach das Moos erstmal nur so grob da drauf. Das sieht man am Ende auch gar nicht mehr, weil das einfach komplett dreckig wird mit dem Soil. Das macht aber gar nichts. Wichtig ist nur, dass überall Moos ist. Weil das Moos erfüllt jetzt zwei Aufgaben. Einerseits hält es unseren Soilball zusammen und andererseits ist es die ja, Hauptdrainageschicht, die halt die Feuchtigkeit speichert für die Pflanzen, die wir gleich da drauf machen. Und das Ganze umwickeln wir jetzt einfach sehr kräftig, sehr lange, sehr ausführlich mit Garn, damit das auch in dieser Form immer zusammenbleibt. Denn ganz häufig höre ich auch Geschichten von Leuten, die sich so einen Wabikusa-Ball gemacht haben und den dann ins Wasser legen und dann fällt er auseinander. Und das kann eigentlich nur zwei Gründe haben, zu wenig Moos und zu wenig Garn. Und beides wollen wir natürlich nicht. Deshalb nehme ich mir jetzt also hier einfach den Faden. Ich halte ihn jetzt hier einfach mit dem Daumen an einer Stelle fest. Das ist sozusagen mein Start. Und jetzt wird gewickelt. Es kamen direkt noch mehrere Fragen. Unter anderem von Kamil. Kann ich auch Riccia fluitans-Moos nehmen? Das sollte tatsächlich gehen. Also ist ja eins meiner liebsten Hassobjekte in der Aquaristik geworden mittlerweile. Aber das sollte tatsächlich gehen, ja. Nächste Frage von Jörgneider. Kann man auch Überwasserpflanzen einsetzen? Kannst du später machen, ja. Nur für das Moos würde ich auf jeden Fall immer auf ein aquatisches Moos zurückgreifen, damit das eben auch an der Unterseite ständig wächst. Aber natürlich kannst du ein Wabikusa auch machen, indem später dann eine Orchidee eingesetzt wird oder eine Bromelie eingesetzt wird oder sowas. Das geht schon. Das kommt dann halt im zweiten Schritt, wenn wir die Pflanzen aufbinden. Aquariumzimmer ergänzt, bei ihm funktioniert eine Phytonia. Ja, zum Beispiel auch. Also Phytonia kann ich mir gut vorstellen dafür. Diving Boy fragt, ob ich arbeiten gehe. Ja, ich bin leider systemrelevant. Wie viel Mal am Tag muss man das fertige Wabikusa einsprühen? Fragt Minibag M. Ja, da kommen wir später noch zu. Generell einsprühen musst du es am Anfang eigentlich fast gar nicht, weil am Anfang betreiben wir es abgedeckt mit einer Folie darüber, sodass das Ganze einfach die ganze Zeit 100% Luftfeuchtigkeit hat. Später, momentan ist es so, bei den Wabikusen, die ihr da hinter mir seht, die besprühe ich aktuell so ein, zwei Mal am Tag, wenn ich dran denke.
Es kann auch vorkommen, dass ich sie mal einen Tag nicht besprühe, weil ich da nicht dran gedacht habe. Das ist nicht so schlimm, wenn das Ganze schon umgestellt ist. Das dauert aber so 3-4 Wochen. Das heißt, auch so ein Wabikusa hat in dem Sinne eine Art, ja, Einfahrphase, weil die Pflanzen einfach ein bisschen Zeit brauchen, um sich auf das Emerse-Wachstum umzustellen. So, jetzt ist das Ganze hier sehr fest zusammengewickelt. So sollte es am Ende aussehen. Und jetzt schneide ich mir einmal hier den Faden ab. Ich verknote den auch gar nicht. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, dass das jetzt hier die Unterseite ist. Die kann man so ein bisschen platt drücken, dann rollt das Ganze in der Schüssel gleich nicht so weg. Und der Faden bleibt jetzt einfach da liegen. Und dann sitzt die Kugel die ganze Zeit da drauf, weil später ist der Faden noch nicht mehr relevant, wenn das Moos überall durchgewachsen ist. Ihr müsst also jetzt nicht irgendwie fummelig da großartig Knoten machen oder so. Bevor du weitermachst, es gab noch einige Fragen dazu, nämlich könnte man auch etwas anderes machen außer einen Ball? Klar, kannst du auf jeden Fall machen. Also was viele auch machen, ist einen, ja, wie sollte man das nennen, eine Art Taler, also einen Ball, und den klatsche ich jetzt auf den Boden und mache ihn platt, weil dann habe ich oben einfach ein bisschen mehr Fläche zum Pflanzen und unten rollt er mir nicht weg. Ganz generell kannst du natürlich jede Form machen, die du möchtest, ja. Könnte man auch einen Bodendecker verwenden? Klar, machen wir gleich auch. Also ich habe hier, was habe ich dabei? Ich habe ein bisschen Monte Carlo dabei. Und wenn man möchte, könnte man Hydrozotyl-Tripartite auch als Bodendecker bezeichnen. Und ich habe leider nicht mehr auf dem Schirm, wer gefragt hat, aber es hatte auch noch jemand gefragt, ob man auch Hardscape mit im Wabikusa verwenden könnte, zum Beispiel Steine. Ja, sicherlich. Also da hat gerade Stefan von Liquid Nature auch wieder was Schönes gemacht gehabt in dem Glasspot Maru, was auch im Endeffekt ein Wabikusa ist, wo er auch erstmal ein schönes Hardscape-Layout drin gemacht hat. Wir konzentrieren uns jetzt einmal wirklich darauf, den Ball an sich herzustellen. Aber was du später beispielsweise noch mit in der Schale dekorierst, das ist ja auch wieder völlig dir überlassen. So, jetzt nehme ich doch mal die Handschuhe weg. Das ist das Schlimmste überstanden. Hast du keine Angst, dass sich das Soil auflöst? Inwiefern auflösen? Weil zerfallen kann es ja nicht mehr. Dafür habe ich ja jetzt gerade selbst gesorgt, dass es zerfällt. Also mehr wie diesen Zerfall kann es eigentlich nicht erreichen. Dafür sind die Partikel dann zu klein. Also, du hast ja das Moos drumherum gewickelt. Genau, und das Moos ist drumherum. Das heißt, da wird am Ende nichts mehr mit passieren. Und nächste Frage, löst sich das Garn von ADA nicht auf? Ja, tut es. Allerdings genauso wie jeder andere Baumwollfaden auch. Also nach 4 Wochen, 6 Wochen löst sich das tatsächlich auf, aber das reicht auch, damit das alles so durchwachsen ist, dass sich da halt nichts auseinanderfällt. Wenn du dir da unsicher bist, kannst du natürlich auch entweder etwas benutzen, was sich explizit nicht auflöst, oder aber vielleicht als Faden so eine Art Baumwollfaden, so eine Anglerschnur. Der ist dann ja auch transparent, den sieht man auch nicht so richtig und der löst sich also garantiert nicht auf. Aber ich benutze das Moskotten, weil ich halt immer wieder Rollen davon da habe, auch immer wieder für meine Wabikusen. Auch die beiden da hinten sind mit Moskotten gewickelt. Das funktioniert genauso. Nächste Frage von Steffen Heinz. Könnte man auch eine Wurzel in den Ball stecken? Also wenn man, wäre jetzt meine Erklärung für diese Frage, nicht genug Säulen hat beispielsweise. Achso, ich hätte es jetzt so als Hardscape interpretiert. Das hätte ich nicht so interpretiert, aber es ist beides möglich. Also wenn du nicht genug Soil hast, würde ich sagen, könntest du in die Mitte vielleicht sowas wie einen kleinen Lavastein oder so machen. Bei Holz wäre ich halt vorsichtig, dass das halt nicht irgendwann innen drin komplett anfängt, sich zu zersetzen. Und ich weiß nicht genau, was das für Auswirkungen auf den Ball hätte. Als Hardscape-Variante könntest du das bestimmt machen, ja. Habe ich aber ehrlich gesagt selber auch noch nicht ausprobiert. Muss man das Wabikusa schneiden oder sollte man es einfach wachsen lassen? Ja, das ist so ein bisschen so eine Philosophiefrage. Also ich persönlich bin großer Freund davon, ein Wabikusa einfach wachsen zu lassen. Weil ehrlich gesagt ist das, was wir jetzt hier machen, maximal unkontrolliert. Zumindest das, was ich gleich machen werde. Ihr könnt das natürlich auch ein bisschen kontrollierter machen. Aber ich finde es schön so, es einfach wachsen zu lassen und wild hin und her wuchern zu lassen. Klar, wenn es irgendwann 3 Meter neben der Schale weiter rankt, muss man vielleicht mal hinterher schneiden. Aber das ist auch im Endeffekt dir wieder überlassen, wie du das schöner findest. Wir können nämlich jetzt auch mal... Frage. Okay, ja. Danach lasse ich dich weiterarbeiten. Ja. Woher kann man das Moos nehmen, wenn man nichts im Aquarium hat und nicht extra eine Portion kaufen möchte? Ob du da einen Tipp hast? So spontan nicht, leider. Also wenn du es halt nicht hast im Aquarium, würde ich dir halt immer empfehlen, dann hol dir was in den entsprechenden Shops, weil andere Moose, also möglicherweise kannst du an irgendeinen Fluss gehen und da irgendwelche lokalen Moose finden. Aber A ist das auch ein bisschen schwierig, weil es ja dann meistens um Naturschutzgebiete geht.
Und B, weiß ich das auch einfach nicht. Also ich würde, wie gesagt, immer dazu raten, hier ein aquatisches Moos zu verwenden. So, Ball ist jetzt fertig. Jetzt können wir dran gehen, die ersten Pflanzen draufzusetzen. Kannst du die einmal bitte zeigen und sagen, welche Pflanzen das sind? Ja. Schalt einmal auf die GoPro. Ja, Sekunde. Jetzt. So, das ist jetzt also alles an Pflanzen, was wir da haben. Das ist wirklich alles Mögliche. Ich habe hier tatsächlich eine Selaginella, eine typische Terrarienpflanze. Also das ist die einzige, die nicht aus dem Aquarium stammt. Dann haben wir einen Echinodorus und noch einen Echinodorus. Weiß ich auch nicht genau welche. Mila haben wir auch. Mila können wir auch einpflanzen. Kathi fragt, ob unsere Katzen nicht an die Pflanzen gehen. Ihre würden sie anfressen. Unsere auch, wenn wir sie lassen würden. Die Wabikusen stehen einfach nur in irgendwelchen Behältern. Ansonsten gehen die auch an alle Pflanzen. Ja, deshalb bei Zimmerpflanzen immer darauf achten, dass sie nicht giftig sind. So, wir haben hier noch Buscephalandrin drin, also Aufsitzerpflanzen, funktioniert natürlich auch. Dann sind hier noch kleine Ableger Java-Farn, ich weiß gar nicht, wie die da reingekommen sind. Dann diverse Stängelpflanzen, das ist alles Rotalahara. Das ist eine Alternatera Reinicki Mini. Ja. Das ist, also dazwischen ist noch Rotala Valici. Und das hier unten dürfte alles Rotala Macrandra sein. Und hier haben wir eben, wie gesagt, Hydrozotyl Tripartita und hier ist noch ein bisschen Monte Carlo daneben. Ganz generell, wenn ihr so absolut keine Idee habt, was für Pflanzen ihr für so einen Wabikusa einsetzen sollt, alle Hydrozotylen sind mega gut geeignet, weil die ranken wie blöde. Das sieht einfach sofort sehr schön voll aus. Und tatsächlich mehr oder weniger alle Rotalas sind gut dafür geeignet, weil die unterschiedliche Arten von Stängeln dann ausbilden und so auch einfach schön aus dem Wabikusa rauswachsen können. Also mit den beiden macht ihr schon mal nichts falsch. Tommy fragt noch, wie lange hält so ein Wabikusa? Wird es, nachdem das Zeug aufgebraucht ist, schwierig und muss man dann düngen? Also ich habe meine bisher noch nie gedüngt. Ich glaube, meine Ältesten waren so etwas über ein Jahr alt. Danach sind die dann immer irgendwie weggegangen. Also entweder verkauft oder verschenkt oder weitergegeben. Wie gesagt, ich habe meine nie gedüngt. Was du aber machen kannst, ist sie mit Aquarienwasser aus einem deiner anderen Becken, die gedüngt werden, zu besprühen. Wenn du das einfach in eine Sprühflasche füllst, das sollte ganz gut funktionieren. Falls du da mal den Eindruck haben solltest, dass es nicht mehr gut wächst. Es kam noch eine sehr kreative Frage. Mr. Flixel, FlixXXL, fragt... Du hast ja gesagt, man kann auch Überwasserpflanzen benutzen. Könnte man auch ein kleines Bäumchen benutzen? Ja klar, kannst du machen. Dann geht das nämlich sehr in eine Richtung von Kokedama, falls dir das was sagt. Und ich überlege nämlich tatsächlich auch, ob wir dieses Ganze, so einen Live-Workshop, nochmal für das Thema Kokedama machen sollen in ein, zwei Wochen. Tatsächlich ist das nämlich eine Art, wie früher in Japan für die, es ist schwer zu beschreiben, für die niedere Bevölkerung, ist alles in der Vergangenheit. Aber für die Leute, die sich keine Bonsai leisten konnten, für die Leute, die sich vor allem nicht die Schalen der Bonsai leisten konnten, weil die waren schweineteuer, die haben dann nämlich versucht, einen Bonsai in einem Moosball zu pflanzen und zu ziehen. Und so ist das Kokedama entstanden, was eigentlich genau das gleiche ist wie ein Wabikusa, nur eben ausschließlich mit terrestrischen Pflanzen. Du hast die ganze Zeit die GoPro im Gesicht, das sieht ein bisschen seltsam aus, wenn du redest. Du musst eine andere Kamera nehmen. Also ich lege jetzt die Pflanzen wirklich erstmal nur so da drauf. Die Hydrozotyl, die kommt da jetzt einfach wild drauf. Auch jetzt hier, ah guck mal, da ist noch ein bisschen Rotala Green mit bei. Ich mache damit ehrlich gesagt nicht viel anderes als mit dem Moos auch. Ich verteile das jetzt erstmal grob über die Oberfläche hier. Denn das ist, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, ehrlich gesagt so meine Interpretation eines Wabikusa. Ich möchte einen Ball schaffen, der vollkommen natürlich, vollkommen wild wächst, ohne da großartig drüber nachzudenken, wie das Ganze am Ende aussehen könnte. Also ich verteile jetzt einfach nochmal so 3-4 Pflanzen jeder Art. Nachdem du gerade nach weiteren Ideen gefragt hattest, schreibt Jörg Neider einerseits, meine Pflanzen als Terrarien im Einmachglas wachsen wie wild, gute Idee. Mhm. Das wäre also vielleicht noch eine Idee. Und Sport Games schreibt, bitte mach einen Live-Workshop für ein Planted Mountain. Das wäre sicherlich auch eine Idee. Der wird allerdings relativ lange dauern, so mit dem ganzen Bohren und so. Da müsste man gucken, was man da alles vorbereitet kriegt. Und das Bohren müsste klappen. Ja, und das Bohren müsste klappen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Auch daran ist es schon gescheitert. Also ich fasse jetzt wieder den Faden einfach an einer Seite an, dass der hält, und wickel jetzt, genau wie bei dem Moos gerade auch, hier die Pflanzen fest. Ich sage euch auch schon mal jetzt, das wird nach
zwei, drei, vier Wochen ziemlich bescheiden aussehen, weil nämlich fast alles an Pflanzen, was wir jetzt hier sehen in dieser Form, wird absterben. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, das ist sogar gewollt, weil dann nämlich aus den Resten dieser Pflanzen die neuen Emersentriebe rauswachsen. Und das macht das, das ist ja das, was ich gerade so ein bisschen meinte, das macht das für mich so spannend, weil das so unkontrolliert ist, so wild. Und ich nicht so genau weiß, welche Pflanze am Ende komplett überleben wird und welche wird eingehen und welche wird sich vielleicht weiter verbreiten und schneller wachsen als die anderen. Das ist so ein bisschen mein Konzept dahinter. Wenn du das natürlich kontrollierter haben willst, dann musst du auch ein bisschen bei der Bepflanzung aufpassen, vielleicht die Sachen tatsächlich nicht einfach drauf zu matschen und festzubinden, sondern dann wirklich mit einer Pinzette vielleicht einzelne Stängel einzusetzen oder einzelne Pflanzen an einer gezielten Position festzusetzen. Etwas, was mir für meine Wabikusen tatsächlich nicht wichtig ist. Simon Pauli ist übrigens schon schneller als du gewesen. Er schreibt, so, ich habe mein Wabikusa endlich fertig. Danke, Elke. Sehr gerne. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir müssen übrigens, wir brauchen noch einen Hashtag, weil ich möchte eure Wabikusen natürlich auch sehen. Und weiß nicht, sowas wie AO Wabikusa oder sowas. Wir brauchen irgendeinen guten Hashtag jetzt. Ja, wir haben noch einen super aktiven, kreativen Chat. Falls ihr einen schönen Hashtag kennt, schreibt ihn mir rein. Ja, weil damit postet dann bitte Bilder von euren Wabikusen auf Facebook und Instagram, damit ich die auch zu sehen bekomme. Und dann werde ich mal gucken, was ich davon alles teilen kann. Also so sieht das bei mir jetzt bisher aus. Und ich werde jetzt aber noch explizit die etwas größeren Pflanzen, die ich habe, hier einsetzen. Und zwar werde ich mir dazu jetzt an einer Stelle tatsächlich nämlich hier so ein kleines Loch graben. Mit der Pinzette so ein bisschen reinstochern. Es wird Wabi Babi vorgeschlagen als Hashtag. So. Und da soll dann nämlich jetzt der Echinodorus rein. Wabi Owner. Das finde ich schön. Corona Kusa finde ich eigentlich so doch. Das finde ich auch ganz gut, ja. Tobis Wabi-Chaos. Ja, das kommt hin. Ja, aber wartet ab, wie das am Ende aussieht. Stefan Schmidt fragt, was ist das für eine Schale und wo kann man die kaufen? Meinst du dieses jetzt hier, diese Plastikschalen? Die sind, ich glaube, außer Metro. Irgendwelche Kunststoffaufbewahrungsschalen. Also das ist nichts Besonderes. So, hier steckt jetzt also der Echinodorus drin. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass er so an der Seite ist, ehrlich gesagt. Konrad Kriegel fragt, benutzt du deine Wabikusa auch wie ADA als Instant Softscape zum Einsetzen in Aquarien? Habe ich bisher einmal schon gemacht, und zwar in dem Aqua 30, was da genau vor mir, hinter euch sozusagen steht. Da habe ich das genau so gemacht, da gibt es auch ein Video zu. Das Video heißt, glaube ich, vom Wabikusa zum Aquarium, wo ich genau diesen Vorgang beschreibe. Ich poste dir den Link in ganz wenigen Sekunden in den Videochat. So. Der Link ist im Chat. Echinodorus ist drauf und jetzt machen wir noch die Bucephalandren drauf. Und gleich noch die Selaginella. Auf die freue ich mich nämlich am meisten, ehrlich gesagt. So, bei den Bucephalandren gucke ich jetzt schon, dass ich die Blätter nicht beschädige, sondern das Ganze halt jetzt so festmache, dass natürlich nur das Rhizom festgebunden wird und nicht die einzelnen Blätter. Dani Planzer schreibt, eine tolle Sache würde meiner Frau aufgefallen. Ja, hau rein. Das ist es halt auch einfach. Das ist ein schönes, kleines, wirklich dekoratives Ding, wenn das fertig ist. Und was auch wirklich, wenn man es denn dann mit einer Lampe betreibt, überall Platz findet. Ferdi schreibt, warum gibt man nicht einfach den Zoll in eine Schüssel? Oh, jetzt ist die Frage weg. Und die Frage war auf jeden Fall, warum du nicht einfach Zoll in die Schüssel machst und bepflanzt. Kannst du auch machen. Geht genauso. Also das ist auch einfach eine andere Art und Weise von Wabikusa. Das, was ich jetzt hier mache, könnte man so ein bisschen als das klassische Wabikusa beschreiben. Nämlich den Wabikusa-Ball. Der ist halt wirklich, also gerade in dieser japanischen Kultur doch sehr verwurzelt. Schönes Wortspiel eigentlich an dieser Stelle. Du kannst aber genauso gut natürlich ein Aquarium nehmen oder eine Schale nehmen oder irgendwas anderes und Soil dort reinfüllen und das Ganze im Endeffekt dann wie eine Art Dry Start benutzen. Das geht auch, klar. Das ist auch einfach nur eine andere Art und Weise, wie du das am Ende für dich dann ausgestaltest. Das ist halt mal wieder dir überlassen. Das ist auch das Schöne an dieser Technik, dass man einfach sehr viel Auswahl hat von dem, was man alles machen kann.
So. Nächste Frage, wenn man Soil aus einem Aquarium nimmt, ist es dann schlimm, wenn Volcano Mineral im Ball ist? Ist sicherlich nicht schlimm, solange Soil die Oberhand hat, weil ansonsten kannst du den Ball halt nicht vernünftig zusammenformen und zusammendrücken. Gerade nicht zugehört, was bindet er gerade an? Also die letzten Pflanzen, die ich jetzt gebunden habe, das ist einmal hier ein Echinodorus gewesen, ich weiß leider nicht genau welcher, dann hier eine Bucephalandra, ja, weiß ich auch nicht genau welche, und eine Selaginella. Also eine Selaginella ist eine typische Terrarienpflanze, das ist ein sogenannter Moosfarn, das ist so ein komischer Hybrid aus Moos und Farn, der tatsächlich nicht im Aquarium wachsen kann. Aber damit wäre meins jetzt hier tatsächlich auch fertig, ich mache jetzt mal so ein bisschen Ordnung, damit wir uns das besser anschauen können. In der Zeit kann ich noch sagen, dass wir Komplimente bekommen haben, dass wir das gut machen. Vielen Dank, wir haben auch vor, das häufiger zu machen. Und Marcel Kafka fragt, also bleibt es jetzt bei meinem Corona-Cruiser, nur damit wir Bescheid wissen. Also wir haben noch andere schöne Hashtags bekommen, aber ich fand das ziemlich gut. Ja, ich finde es auch ziemlich gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das dabei. Also Marcel, vielen Dank für die schöne Idee. Dann werde ich den nämlich auch noch mal in der Videobeschreibung ergänzen. Sobald der Stream durch ist und das Video auf YouTube verfügbar ist. Und dann könnt ihr gerne unter diesem Hashtag eure Wabikusa-Bilder von denen, die ihr heute hier gemacht habt, natürlich auch alle anderen, aber mich interessiert natürlich vor allem, was ihr hier heute mit mir gemacht habt, einfach auf Instagram und Facebook posten, damit ich die dann auch finden kann. Ihr dürft jetzt zusehen, wie Tobi den Müll auf den Boden fegt. Gut, ne? Kann man auch terroristische Moose für das Wabikusa benutzen? Sicherlich, allerdings würde ich die halt nicht benutzen, um den Ball komplett zu umwickeln, weil, wie gesagt, dazu müssen die Moose dauerhaft unter Wasser leben können, was bei vielen terrestrischen Moosen nicht der Fall ist. So. Louis fragt, wann wieder was auf Cat Owner kommt, wenn ich die Zeit dazu finde. Wie gesagt, ich muss leider noch arbeiten und irgendwie geht es hier gerade drunter und drüber und ich finde da gerade nicht die Zeit zu, aber es kommt wieder was. Ich habe schon ganz viele Videos vorproduziert, ich komme noch nicht zum Schneiden. So. Kann ich auch Blumensamen auf das Wabikusa geben? Würde ich jetzt spontan sagen, probier es aus. Ich habe es selber noch nicht gemacht, allerdings sollte auch eigentlich nichts dagegen sprechen. Es müssen natürlich Blumen sein, die hohe Luftfeuchtigkeit vertragen. Das ist dann schon vielleicht eher ein Problem. Samuel schreibt, sein erster Versuch eines Wabikusas hat letztes Jahr angefangen zu schimmeln. Woran könnte das gelegen haben? Schimmel ist leider etwas, da wäre ich jetzt ansonsten gleich auch noch drauf eingegangen, Schimmel ist leider etwas, da müsst ihr einfach mit rechnen. Das ist hier ein sehr feuchtes Milieu, was wir da erschaffen haben. Und da kann Schimmel vorkommen. Das ist einfach so. Punkt. Da muss man mit rechnen. Was dagegen hilft, ist regelmäßiges Lüften und generell ein hoher Luftaustausch. Dazu vielleicht ganz generell einmal, auch jetzt bereits, ne, wie ich sehe das hier direkt an dem Echinodorus, der ist auch super empfindlich, was sowas angeht. Den kann man die ganze Zeit natürlich auch feucht halten. Ist auch nötig. Aber bei einem Wabikusa, was anfängt zu schimmeln, wenn es schon komplett offen ist, wenn also keine Folie mehr drüber ist, vielleicht Wasserstand einen Tacken senken, vielleicht auch gucken, dass der Raum, in dem das Wabikusa steht, häufiger belüftet wird oder durchgelüftet wird. Und ansonsten hilft halt gegen Schimmel beispielsweise Zimt. Zimt wirkt pilzhemmend und das heißt, du kannst eine Zimtschote in Wasser reinwerfen, in so eine Sprühflasche und damit das Ganze mal regelmäßig einsprühen. Das kann Schimmel so ein bisschen zurückdrängen. Aber ansonsten auch einfach bei der Pflege deines Wabikusa das Ganze mal aus der Schale rausnehmen und ordentlich abwaschen unter fließendem Wasser, damit der Schimmel weggeht und den so hoffentlich so ein bisschen eindämmen. So, mach mal wieder hier die Nahaufnahme bitte. So könnte das Ganze jetzt also aussehen mit Lampe. Wie gesagt, das ist dieses komplette Aqua-Lighter-Set. Ich habe euch das auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist leider gerade häufig ausverkauft. Warum nur? Aber das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes kleines Set für so ein Wabikusa. Da ist halt diese magnetische Lampe mit dabei. Die ist wirklich nicht stark. Also müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber sie reicht völlig, um so ein Wabikusa zu beleuchten. Jetzt, wo das Ding fertig ist, wie geht es jetzt weiter? Das Erste, was wir jetzt machen, wenn wir das Ganze aufstellen wollen, ist die Schale mit Wasser zu befüllen. Ich würde euch immer empfehlen, hier ganz generell beim Besprühen und beim Befüllen nur mit Osmosewasser oder mit destilliertem Wasser zu arbeiten. Ja, es geht auch mit Leitungswasser. Das Problem an Leitungswasser, es macht Kalkflecken. Und wenn ich hier regelmäßig reinsprühe, dann sieht nach einer Woche diese Schale halt absolut nicht mehr schön aus. Das ist der einzige Grund, warum ich hier auf Osmosewasser setzen würde, damit die Schale auch die ganze Zeit klar bleibt. Ich habe jetzt hier noch meine
Osmosewassercontainer. Und jetzt werden wir das Ganze erstmal auffüllen, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Wasser da drin stehen sollte. Ganz generell sollte das so ganz grob die Hälfte des Balls bedecken, dass also die Hälfte des Balls unter Wasser ist. Bernhard Lettner schreibt, Trudi ist so eine süße Katze. Das finde ich auch. Ich habe Trudi gesehen, das ist so eine tolle, süße Katze. Der Charakter ist genauso toll wie die Optik. Absolute Prinzessin hier zu Hause. So, also das wäre das, wie ich das Ganze jetzt am Anfang stehen lassen würde. Es ist tatsächlich schon ziemlich viel Wasser. Also das ist wirklich jetzt so das oberste Wasserlevel. Ihr seht also, der Ball steht jetzt zur Hälfte drin. Das Wasser wird auch die ersten paar Male, wenn ihr es einfüllt, noch so leicht bräunlich werden, weil einfach noch ein bisschen was von dem Soil und von dem ganzen Dreck ausgewaschen wird. Das hat sich aber nach spätestens 2-3 Wasserwechseln erledigt. Ich persönlich tausche das Wasser in der Schale einmal die Woche komplett aus. Mach die Schale einmal komplett sauber und spüle meinen Wabikusa-Ball unter fließendem lauwarmem Wasser ab. Das mache ich jede Woche. Und danach kommt er wieder rein, wieder frisches Wasser rein und wird wieder hingestellt. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Für die ersten 4 Wochen solltet ihr das Wabikusa möglichst abdecken, um die Luftfeuchtigkeit hochzuhalten. Denn die Pflanzen, gerade wenn sie jetzt frisch aus einem Aquarium kommen, sind in ihrer Submersenform da. Die können über Wasser noch nicht überleben. Deshalb war es mir auch egal, dass die ganzen Pflanzen hier zermatscht werden, weil diese Teile der Pflanzen ohnehin nicht überleben werden. Daraus werden aber neue Pflanzenteile wachsen in ihrer Emersenform, die dann auch über Wasser vernünftig leben. Aber dieser Umstellungsvorgang sollte den Pflanzen so leicht wie möglich gemacht werden. Und dazu nehmt ihr einfach Klarsichtfolie, Frischhaltefolie, wie auch immer man sie nennen möchte. Und deckt damit die Schale ab. So, und jetzt ist das Ganze luftdicht und wir haben da drin theoretisch 100% Luftfeuchtigkeit. Jetzt solltet ihr hergehen und zweimal am Tag, morgens und abends, diese Folie runter machen, eine Viertelstunde lüften lassen, damit der Luftaustausch stattfindet, damit auch zum Beispiel Schimmelsporen unterdrückt werden. Dann am Ende dieser 15 Minuten das Ganze einmal kräftig einsprühen und die Folie wieder drauf machen. Das macht ihr die ersten 4 Wochen. Nach diesen 4 Wochen könnt ihr die Folie komplett runterlassen. Dann sind die Pflanzen umgestellt und dann werdet ihr in der Regel auch keine Probleme mehr damit haben, dass einzelne Pflanzen abtrocknen. Das kann natürlich immer noch passieren, wenn sie zum Beispiel sehr lang wachsen, sehr ranken, vielleicht auch über die Schale rüber ranken. Dann müsst ihr euch einfach überlegen, ob ihr diese Teile nicht abschneiden möchtet. Aber dieses Vorgehen ist eigentlich so das, womit man einen Wabikusa immer vernünftig zum Laufen kriegt. Was ihr dann noch machen könnt, für die Belichtung ist ganz generell 12 Stunden Beleuchtungszeit. Das ist das, was ich auch immer mache für alle meine Emersen-Geschichten. 12 Stunden dauerhaft durch. Ihr könnt bei sowas natürlich auch wieder mit einer Mittagspause arbeiten, wenn ihr möchtet. Aber ja, ob das jetzt was Großartiges bringt, kann ich halt auch nicht wirklich sagen. Dafür gibt es halt immer noch keine gesicherten Erkenntnisse. Ich beleuchte einfach 12 Stunden durchgängig. Auch 14 Stunden durchgängig wird wahrscheinlich kein Problem sein. Ihr könnt sowas Emerses einfach deutlich länger beleuchten als ein Aquarium. Was kann jetzt alles schief gehen? Schimmel hatten wir schon. Was relativ häufig passiert bei Wabikusen, was ich auch immer mal wieder hatte, sind tatsächlich Blaualgen. Blaualgen an der Unterseite des Balls, da wo also ja keinerlei Wasserbewegung stattfindet und wo auch so gut wie kein Sauerstoff hinkommt, weil da unten einfach nicht viel Platz ist. Das ist der Grund, warum ich sage, jede Woche das Wabikusa auch einmal komplett unter laufendem Wasser abwaschen. Damit werdet ihr dann nämlich auch die Blaualgen wieder los, beziehungsweise könnt sie ganz generell vorbeugen. Und was auch passieren wird, das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, in den nächsten paar Wochen, und das ist wie im Aquarium auch, werden eine ganze Menge dieser Pflanzen kaputt gehen. Die werden zermatschen, die werden eingehen, die werden nicht gut aussehen, die werden eventuell auch nicht gut riechen. Aber das ist, wie im Aquarium auch, eine Phase, durch die ihr jetzt einmal durch müsst, um danach eben den Pflanzen zu ermöglichen, aus sich heraus neu zu wachsen und in ihrer Emersenform wieder hochzukommen. Und das war es im Endeffekt. Das ist also auch wirklich alles, was man an Pflege für so ein Wabikusa braucht. Und das ist doch schon sehr angenehm wenig, finde ich. Das ist auch eine Frage gewesen, die ich auf Instagram bekommen habe. Kann man auch ein Low-Maintenance-Wabikusa machen? Und meiner Meinung nach ist jedes Wabikusa Low-Maintenance. Wie gesagt, einmal die Woche gehe ich mit dieser Schale in die Küche, nehme den Ball raus, wische die Schale mit einem Schwamm durch, spüle den Ball ab, gehe wieder zurück, Ball wieder rein, Wasser rein, besprühen, fertig.
Und mehr wird eigentlich nicht gemacht und dafür sieht das halt wirklich toll aus, super dekorativ. Und gerade in Form von so einem Set mit so einer einzelnen Lampe kann man das halt wirklich überall hinstellen. So, anschließend direkt die Frage von Kampfisch Max, wozu ist das Wabikusa denn jetzt da? Zur Dekoration oder auch für was anderes? Also für mich ist es zur Dekoration da. Da würde ich jetzt die Gegenfrage stellen, also was anderes hättest du denn im Kopf als Anwendungsfall? Also wie gesagt, du kannst so ein Wabikusa halt auch nehmen, vorausgesetzt du hast jetzt nur Aquarienpflanzen benutzt, um es halt so ins Aquarium zu setzen. Um dann halt im Aquarium sofort so eine bepflanzte Stelle zu haben. Das geht natürlich auch. Aber in erster Linie ist das für mich natürlich ein Dekorationsobjekt, ja. Ja, nächste Frage. Kann man noch Schwimmpflanzen ins Wasser geben, wie zum Beispiel schwimmende Wolfsmilch? Ja, geht. Habe ich auch schon mal gemacht. Kann man sicherlich viele verschiedene Optionen mitmachen. Also ihr müsst euch auch überlegen, dass ja auch die Form der Schale einen großen Einfluss darauf hat, wie man sowas gestalten kann. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau. Eine Variante wäre ja immer... Ich hole euch jetzt einmal meine Orchideen hier hin. Also das ist ein großes Duaneoglas R und ein Sphagnummoos drin und hier hängen jetzt meine Orchideen drin. Denkt euch jetzt mal die Orchideen und das Sphagnummoos weg. Und jetzt machen wir das ganze Ding einfach zur Hälfte voll mit Wasser. Wir machen unten Sand rein. Dann machen wir es halb voll mit Wasser. Auf diese Wasseroberfläche können wir schon mal ein paar Schwimmpflanzen machen. Sieht schon mal geil aus. Was wir dann noch machen... Dann nehmen wir uns einen von diesen Wabikusa-Hängern von Dua. Das ist übrigens das Geheimnis des schwebenden Wabikusas, weil das ja auch immer wieder gefragt wird. Das hat dann die Frage von KevZ auch beantwortet. Er fragt nämlich, wie man die Kugeln in einer hohen Vase oben halten könnte und verhindern kann, dass sie auf den Boden sinken. Hiermit. Mit diesen Dingern. Wie gesagt, kann man von Dua einfach kaufen, kann man sich wahrscheinlich auch mit einem Draht selber biegen. Sieht dann vielleicht nicht ganz so gerade aus. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Aber damit könnt ihr nämlich das Ganze einfach hier reinhängen. Und dann kann nämlich die Wabikusa-Kugel da drauf gesetzt werden. Und dann könnt ihr einfach den Wasserstand genauso anpassen, dass dann wieder die Kugel zur Hälfte im Wasser hängt. Und dann habe ich eine Wassersäule, ich habe unten einen schönen Sandboden drin, ich habe oben ein paar Schwimmpflanzen drauf, ich habe das Wabikusa da drin. Wenn ich will, kommen unten noch ein paar Schnecken rein. Also da kann man schon was wirklich Schönes, Dekoratives auch mitmachen. Übrigens auch die Sachen habe ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch die nochmal anschauen wollt. Selber schon ein Wabikusa gemacht, aber nicht so viel Farben genommen wie du, ob das trotzdem in Ordnung wäre. Natürlich ist es vollkommen in Ordnung, weil in erster Linie muss es natürlich dir gefallen. Ob das am Ende auch sowas wird, wie das am Ende aussieht, wie gesagt, ich kann das selber auch überhaupt nicht einschätzen. Keine Ahnung, ob diese ganzen Farben in 6 Wochen überhaupt in dieser Form noch sichtbar sein werden, aber ich finde, genau das ist halt das Spannende an so einem Wabikusa, genau das gefällt mir halt daran. Es kam nochmal die Frage, ob man jetzt noch Bodengrund oder Harzkäfe hinzufügen könnte. Ja, ist ja im Endeffekt das, was ich gerade beschrieben habe. Also du könntest natürlich auch in dieser Schale unten so ein bisschen Sand reinmachen, klar. Ich persönlich finde halt, wenn du jetzt hier Sand reinmachst, macht es halt die Pflege so ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil dadurch, dass ich halt die Schale jede Woche komplett auswische, weil ich will, dass sie möglichst klar und sauber bleibt, das würde mit Sand halt nicht gut gehen. Den müsste ich dann jedes Mal erstmal raussieben und wieder zurücksieben. Da habe ich persönlich ehrlich gesagt keinen Nerv zu. Das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht mache. Aber wenn dir das gut gefällt, mach das auf jeden Fall. Mach da noch gerne Sand rein, mach da noch Schwimmpflanzen rein, leg da noch ein paar Steine drumherum, leg da noch eine Wurzel mit drauf. Alles, was du möchtest. Nur... Bei Wurzel würde ich aufpassen, weil jetzt in dieser Form in den ersten 4 Wochen, wo wir es abgedeckt betreiben, kannst du eigentlich ja fast darauf wetten, dass die Wurzel auf jeden Fall anfangen wird zu schimmeln, weil sie eben jetzt hier 4 Wochen bei 100% Luftfeuchtigkeit stehen würde. Vielleicht solltest du die Wurzel dann erst dazu tun, wenn die Folie ab ist nach den ersten 4 Wochen. Es kam nochmal die Frage, welchen Hashtag wir denn jetzt alle benutzen sollen? Ja, Corona Kusa. Ja. Das musst du nicht mir sagen, das musst du in die Kamera sagen. Corona-Kusa, schreib mir doch nochmal in den Chat am besten direkt. Ja. Dann wissen alle sofort, wie er geschrieben wird. Wie gesagt, ich ergänze ihn auch nochmal in der Videobeschreibung. Aber wenn ihr natürlich jetzt auch schon direkt fertig seid, dann wollt ihr wahrscheinlich jetzt direkt schon die Bilder raushauen. Also ich muss sagen, ich bin mit dem jetzt sehr zufrieden. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, hier hinten die beiden, die sind ja schon ganz nett entwickelt. Ich glaube, ich nehme euch mal einfach mit der einen Kamera hier rüber und zeige euch die mal. Das dürft ihr jetzt nur nicht Thomas verraten. Weil die beiden Wabikusa da drin, das sind ja, eins ist von mir, eins ist von Thomas. Ich sag immer noch nicht, welches ist.
weil die Videos dazu kommen erst demnächst. Kurze Ergänzung von mir, seid nett im Chat zueinander. Supportet euch gegenseitig, auch wenn der andere vielleicht nicht so schnell ist, wie ihr das seid. Skyscraper fragt, und ich kann verraten, dass Tobi das gerne machen würde, kannst du mal eine Green Wall machen? Ja, das ist ja tatsächlich ein Projekt, was ich schon länger mal im Kopf habe. Mir fehlt es halt momentan so ein bisschen an vernünftigen Bauplänen dazu, um mir sowas zu überlegen. Also ich würde es gerne komplett selber designen, aber dann stellt sich halt die Frage, wie genau bauen. Also ich habe sowas im Kopf, ich will sowas auch machen, aber ja, das wird wahrscheinlich noch so ein bisschen dauern. Also hier einmal zu den beiden Wabikusen, da seht ihr halt schon, die sind auch schon ordentlich gewachsen. Das Aquarium wird auch nicht mehr abgedeckt. Und so sieht das dann nämlich aus mit der Hydrozotyl-Tripatita. Die wuchert halt in alle möglichen Richtungen. Das ist einfach super, super angenehm dafür. Man sieht allerdings auch, dass hier vorne einzelne Stängel von der Rotala, die ich da vorne eingesetzt habe, trocken werden. Das ist dann halt einfach so. Diesen Stängel würde ich jetzt einfach abschneiden, mit dem wird so nicht mehr viel passieren. Der kann dann im Endeffekt weg, aber die anderen Stängel drumherum, die ihr hier seht, denen geht es halt sehr, sehr gut. Und die kommen jetzt in ihrer Emersenform super durch. Das ist übrigens ganz lustig. Was? Ne, sollte eigentlich gehen. Sie wackelt wie Sau, als hättest du Parkinson. Also das sieht jetzt eigentlich soweit ganz gut aus, weil das, was ihr da seht, ist eine Rotalahara. Das sieht halt wirklich komplett anders aus als so, wie wir sie normalerweise unter Wasser kennen. Sie ist viel kleiner, viel enger zusammen von den Blättern und sie hat auf einmal runde Blätter und keine länglichen Blätter mehr. Und das ist das, was ich an einem Wabikusa so schön finde. Und auch hier an dieser Stelle die Hygrophila pinnatifida, ebenfalls sehr, sehr gute Pflanze für so einen Wabikusa. Die sieht einfach aus wie so eine Palme, die oben raus wächst, mega gut. Und auch unten drunter ist hier in dem Fall, ich weiß gar nicht mehr, ob es HCC oder Monte Carlo war, ich glaube, es war auch Monte Carlo, was auch jetzt schon deutlich gut anwächst. Man sieht hier auch einzelne Stellen, die noch matschig sind, die noch nicht wirklich zugewuchert sind. Das dauert halt einfach noch so ein bisschen. Das ist wie in einem Aquarium auch. Das braucht einfach seine Zeit, um vernünftig zu wachsen. Und damit so ein Wabikusa... Wobei? Du hast dich verraten. Habe ich? Hast du. Wobei? Habe ich was gesagt? Es war keine Absicht. Vergesst das wieder. Das kommt davon, wenn du so viel redest. Naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, sowas braucht halt wirklich Zeit. Also auch da, dem solltet ihr so locker 3 Monate geben, damit das Ganze wirklich, wirklich gut aussieht. Habt da Geduld mit, auch wenn am Anfang echt die Pflanzen eingehen und irgendwie matschig werden. Das ist alles okay. Das wird wieder besser. Stubi hat eine schöne Frage gestellt, nämlich gibt es bei dem Wabikusa auch eine goldene Regel oder einen goldenen Schnitt wie bei einem Aquascape? Du kannst das natürlich anwenden, sicherlich. Also du kannst die Gestaltungsrichtlinien natürlich auch bei sowas anwenden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass für einen Wabikusa Ball das nicht, ja, das nicht der primäre Grund ist, wie sowas gestaltet wird. Aber wenn ich natürlich so eine Schale hernehme und die gestalten möchte, dann auf jeden Fall. Also wenn ich... Brauche ich wieder Beispiele. Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach die Kamera ein Stück nach links zu drehen? Nein, das war jetzt zu einfach. Also wenn ich beispielsweise sowas hier als Wabikusa gestalten möchte und dann auch nicht in Ballform, sondern einfach den Boden mit Zäul bedecke und dann irgendwelche Pflanzen da drauf pflanze, so, aber so, dass nur das Zäul mit Wasser bedeckt ist und die Pflanzen oben rauswachsen in ihrer immersen Form, dann kann ich hier natürlich die gleichen Gestaltungsrichtlinien anlegen wie bei jedem anderen Aquarium. Im Endeffekt wie bei jedem anderen Bild auch. Diese ganzen Gestaltungsrichtlinien, goldener Schnitt, dritte Regel, die kommen ja aus der Malerei. Das sind ganz klassische, uralte Gestaltungsrichtlinien für jede Art visueller Kunst. Und die kannst du natürlich hier genauso anlegen. Du kannst dich aber natürlich auch genauso bewusst dafür entscheiden, sie nicht anzulegen. Das ist bei Kunst ja immer schwierig, wie du das für dich auslegst. Nächste Frage. Weißt du, warum es in Deutschland keine fertigen ADA-Wabikusa zu kaufen gibt? Beziehungsweise warum der Importeur sich dagegen entschieden hat? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also kann wirtschaftliche Gründe haben, kann vielleicht auch logistische Gründe haben. Vielleicht ist das auch ein bisschen schwierig, sowas zu importieren wegen Erde, Pflanzen, keine Ahnung. Da gibt es ja diverse Richtlinien, aber das weiß ich nicht. Soll man tote Pflanzen aus dem Wabikusa rausnehmen? Ja, würde ich schon sagen. Also... Am Anfang noch nicht, weil aus diesem Gewebe, aus dem in Anführungszeichen toten Gewebe, können tatsächlich noch die Pflanzen in ihrer neuen Emersenform wieder rauswachsen. Aber so nach
6 oder 8 Wochen. Alles, was dann vertrocknet und abstirbt, das könnt ihr ruhig entfernen, ja. Du hast eben übrigens gesagt, die ich hier vorne rechts eingesetzt habe, damit hast du dich verraten. Jetzt ist die Frage, bei welchem Wabikusa habe ich das gesagt? Weil vielleicht habe ich dann sozusagen das Falsche verraten. Vielleicht. Muss man Pflanzen nach der Eingewöhnungsphase, ich denke mal, du meinst die Umgewöhnung, noch besprühen? Ja, hatte ich zwischendurch auch schon einmal gesagt. Ich mache das so, dass ich das morgens und abends eigentlich immer mache. Also auch bei den Wabikusen, die offen stehen schon nach den ersten 4 Wochen. Weil das sind natürlich trotzdem noch Sumpfpflanzen. Ja, die wollen einfach eine super hohe Luftfeuchtigkeit haben. Und das kannst du denen auch nicht abgewöhnen. Das ist einfach so. Deshalb, das Wabikusa zu besprühen, ist immer eine gute Idee. Immer wenn du dran vorbeiläufst, einfach mal einen Sprühstoß drauf. Das kannst du auch nicht zu viel machen. Das solltest du also schon machen. Das bedeutet auch, wenn du in Urlaub fährst oder mal 3-4 Tage nicht da bist, mach wieder Folie drauf. Aber ich freue mich, dass ihr alle so fleißig dabei wart und auch alle so fleißig noch Fragen stellt und euch für das Thema interessiert. Weil das ist gerade in der Zeit einfach eine echt schöne Möglichkeit. Und je nachdem, wie viel Pflanzenmasse oder wie viel Säule ihr noch überhaupt, könnt ihr halt auch locker noch 3-4 weitere von den Dingern machen. Kathi schreibt, das erinnert sie immer an Herr der Ringe. Herr der Ringe? Warum das denn? Sind das die Palantirs? Kann man auch ein Wabikusa im Meerwasser machen? Das wird schwierig. Ja, das wird schwierig, weil du hast keine Pflanzen. Also mit was willst du es machen? Mit Korallen? Ja gut, klar, du kannst natürlich irgendwie einen Ball formen aus irgendeinem Stein und da dann Korallen draufsetzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, das ist ja nicht der Hintergrund. Also der Hintergrund ist ja wirklich hier eine Option zu haben, Pflanzen, die wir ansonsten nur in der einen Form im Aquarium kennen, auch jetzt in einer anderen Form außerhalb des Aquariums zu kultivieren. Und das ist im Meerwasser schlicht nicht möglich aus Ermangelung an Pflanzen. Swissboy fragt, kann ich auch nur Osmosewasser nehmen für ein schwebendes Wabikusa? Er düngt mit ADA. Und vielleicht kannst du vorher erklären, die Frage kam eben, wo ist der Unterschied zwischen Osmosewasser und destilliertem Wasser? Ja, die Frage kommt auch immer wieder. Also Chemiker werden mich dafür jetzt schlagen, aber ich sage einfach mal pauschal, es gibt keinen großen Unterschied. Der Unterschied ist nämlich die Herstellungsart. Das Ergebnis am Ende ist aber immer sauberes, entmineralisiertes Wasser, was eben auf verschiedene Arten und Weisen gewonnen werden kann. Entweder durch Destillation, das bedeutet, Wasser wird verdampft und das verdampfte Wasser, also der Wasserdampf, wird aufgefangen und wieder abkondensiert. Dadurch bleibt halt alles, was im Wasser gelöst ist, unten sozusagen drin hängen und nur das reine Wasser verdampft und wird wieder abgefangen. Und bei der Osmoseanlage wird das Wasser durch eine Membran gepresst. Man hat also eine mechanische Reinigung. Am Ende kommt aber sehr vergleichbares Wasser raus. Also du kannst Osmosewasser und destilliertes Wasser synonym verwenden für alles, was so Aquarium und Wabikusa angeht. Und ja, auch für so ein Schwimmen, das kannst du natürlich nur Osmosewasser verwenden, sicherlich. Muss vielleicht ein bisschen darauf achten, ob die Schwimmpflanzen, wenn du denn welche einsetzen möchtest, nur mit Osmosewasser klarkommen oder ob das dann vielleicht auch wieder aufgesalzen werden muss. Aber ganz generell klar. Die nächste Frage ist, ich habe zu viel Soil genommen. Kann ich den zweiten Ball trocknen lassen und später nochmal nutzen? Ich glaube, du wolltest sagen, zu viel Wasser, oder? Ja, wenn sie zu viel Soil hat, dann ist es halt ein sehr sprödes Ding am Ende geworden. Wenn du jetzt sozusagen so ein bisschen Soil an die Seite gemacht hast, um den einen Ball besser formen zu kommen, das andere ist über. Ja klar, das kannst du am Ende einfach wieder feucht machen und weiter zermatschen. Das wird ja nicht schlecht in dem Sinne. Faszinierend, das hätte ich auch nicht so interpretiert. Aber du hast natürlich recht, das macht mehr Sinn. Jetzt müssen wir am Ende jetzt auch wieder ein Ende finden. Oh, es hat jemand geschrieben. Was sind noch so viele Fragen, oder? Ich habe mein erstes Wabikusa für meine Großmutter gemacht. Auch schön, ja. Sehr, sehr schön. Martin schreibt von Martins Fische, ich glaube, ich bin überzeugt, nächsten Wochen wird bei ihm ein Wabikusa anstehen. Sehr gut. Martin, wir wollen dich besuchen kommen und das live anschauen. Es hilft alles nichts. Ich stelle euch jetzt diese Kamera hier noch einmal. Hier ein Chemiker, Dankeschön, besser hättest du es nicht erklären können. So, kann ich jetzt umschalten? Ja, schalt mal um.
So, das ist also das Aqua 30 bei mir. Und alle Pflanzen, die jetzt oben auf der Wurzel drauf sind, also das alles, das war vorher ein Wabikusa. Und das habe ich dann einfach so oben auf diese Wurzel drauf gesetzt. Und jetzt wächst das fröhlich in alle Richtungen. Ihr seht also hier Moose, ganz viele Rotalahara, da ist ein Bucephalan drin zwischen. Da in der Mitte sind Rotalamacrandra, da hinten ist Rotalawalichi. An der Seite ist da irgendwo noch ein Glossostigma, was da irgendwo zwischendurch rauskommt. Ton ist weg. Ton sollte da sein. Wieder da? Ja, jetzt ist der Ton wieder da. Ja, ich wollte sagen. Also klar, weil die Kamera ausgegangen ist, war der Ton natürlich auch kurz aus. Nein. Ja, aber so kann das Ganze halt auch aussehen. Das heißt, ihr könnt auch ein Wabikusa, auch nachdem das schon sehr, sehr lange in seiner emersen Form war, wieder einsetzen. Weil dieses Wabikusa, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich es eingesetzt habe, ich glaube, 10 Wochen oder 12 Wochen alt. Also alle Pflanzen waren schon umgestellt auf das Emerse-Wachstum. Aber auch da, die können sich natürlich auch nochmal wieder umstellen auf das Submerse-Wachstum. Das geht also auch. Und da könnt ihr sowas eben auch später benutzen, wenn ihr beispielsweise jetzt über die Monate und Jahre 5, 6, 7 Wabikusen zu Hause habt und die alle schön findet und irgendwann ein neues Aquarium anfangt, nehmt euch irgendeins davon und setzt das in das Aquarium rein. Das funktioniert. Aber damit hoffe ich natürlich ganz generell, dass euch dieser kleine Workshop hier Spaß gemacht hat. Und schreibt doch nochmal gerne in den Chat, ob ihr sowas gerne auch nochmal zum Thema Kokedama haben möchtet. Weil dann werde ich mir mal die Sachen zusammensammeln und eine kleine Liste fertig machen und wieder so einen schönen Beitrag fertig machen, was ihr vorbereiten müsst für das Thema Kokedama. Und dann kann man nämlich sowas, was so ähnlich aussieht, machen, um es wirklich irgendwo hinzustellen ohne Schale. Denn so ein Kokedama ist wirklich nur für terrestrische, also Wald- und Wiesenpflanzen gedacht. Und man kann diesen Moosball dann zum Beispiel auch nehmen und ihn aufhängen, was auch echt dekorativ aussieht. Also es ist nochmal eine schöne Option. Es ist halt optisch doch sehr ähnlich und auch die Vorgehensweise ist sehr ähnlich. Deshalb müsst ihr mir sagen, ob ihr da nochmal Bock drauf habt, weil es wird sich dann nicht groß unterscheiden, außer in der Pflanzenwahl. Aber könnt ihr dann natürlich gerne mal in den Chat schreiben und natürlich auch später gerne in die Kommentare, wenn der Stream dann online ist. Hannes schreibt, er hat das fertige Wabikusa ins Wasser gelegt und das Wasser ist grün geworden, als wenn Farbe im Moos gewesen wäre. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das Moos beim engen Wickeln so zerrieben wurde, dass das sozusagen so ein bisschen ausgelaufen ist. Also ansonsten könnte ich mir eine Grünfärbung eigentlich nicht erklären. Es ist noch die Frage, ob du nicht einfach jetzt noch ein kleines Aquarium einrichten könntest. Bitte. Leider nicht. Dazu bin ich jetzt nicht vorbereitet tatsächlich. Ich habe auch kein Hardscape hier oben. Ich muss erst Hardscape suchen gehen. Oh, um 20 Uhr startet Martin auch noch einen Livestream. Stimmt, hat er mir gesagt. Wollte ich noch daran erinnern. Also ihr könnt gleich im Anschluss direkt bei Martin vorbeigucken. Vielleicht nicht direkt im Anschluss. Ja, nicht direkt im Anschluss, aber heute um 20 Uhr, ne? Um 8 könnt ihr also bei Martins Fische vorbeikommen. Und natürlich, wer vielleicht in der Zwischenzeit auch noch weiter gucken will und letzte Woche den Stream mit Martins Fische verpasst hat, kann sich natürlich jetzt auch gleich nochmal die Aufzeichnung des Streams von letzter Woche anschauen. Das kommt zeitlich genau hin. Ja, das kommt nämlich genau hin. Und dann könnt ihr danach nochmal bei Martin weiterschauen. Bei mir geht Sonntag natürlich wieder weiter mit dem Stream. Diesmal ist Juris mit dabei, Juris Jutjajews am Sonntag, 17 Uhr. Und die Woche danach ist dann Gregor von Aqua Design Black Forest mit dabei. Und natürlich kommen auch so dann zwischendurch die ganzen Videos noch. Gut. So, dann würde ich sagen. Ja, vielen Dank an den Chat wie immer. Es ist eine Freude, euch mitzulesen. Also vielen Dank dafür und ich wünsche noch einen schönen Abend. Und genau. Viel Spaß gleich. Wir sehen uns bei Martin im Livestream. Macht euch noch einen schönen Abend und viel Spaß mit eurem Wabikusa. Ups. Oh Gott, bin ich in der Lage?